Wir als Linke sind heute hier nach Senftenberg gekommen, trotz der hohen Inzidenzwerte, um deutlich zu machen, dass dieses Krankenhaus, was hier hinter mir ist, in der öffentlichen Hand verbleiben muss. Der Kreistag wird in 2 Tagen darüber abstimmen, ob Sana den Zuschlag erhält oder das kommunale Teamklinikum. Und wir als Linke sagen deutlich, Gesundheit ist keine Ware, Gesundheit gehört in die öffentliche Hand. Deswegen sind wir heute hier. Also wir sagen immer, wenn ein privater Investor Geld in die Hand nimmt, um Krankenhausanteile oder ein ganzes Krankenhaus zu kaufen, dann will er auch dieses Geld, dass sich dieses Geld amortisiert. Er will also Gewinne erwirtschaften. Und Gewinne erwirtschaften geht zu Lasten der Beschäftigten, aber auch zu Lasten der Gesundheitsversorgung für die Patientinnen und Patienten. Die Sana ist natürlich ein privater Klinikumsbetreiber, der es darauf anlegt, Gewinne zu erzielen. Ich bin der Meinung, Gewinne, Markt und Wettbewerb haben im Gesundheitswesen nichts verloren. Also das Einzige ist, dass Sana hier mit Geldscheinen winkt. Aber Leute, dieses Geld, das wird schnell weg sein, aber das Krankenhaus bekommst du nie mehr wieder zurück. Und deswegen ist es ganz richtig, dass jetzt gekämpft wird. Das Krankenhaus hier muss in öffentlicher Hand bleiben. Der Betriebsrat hat sich in einer Betriebsratssitzung dazu eindeutig positioniert und wir haben uns einstimmig für einen kommunalen Verbleib ausgesprochen. Wir würden gerne mit dem CTK Cottbus zusammenarbeiten und auf dem kommunalen Klinikverbund hin die Krankenhauslandschaft weiterentwickeln. Und es gibt auch eine Stellungnahme der Chefärzte. Die haben sich nicht einstimmig, aber mehrheitlich auch für den kommunalen Verbleib ausgesprochen. Die Abstimmung im Kreistag, das hat Herr Klödes vorhin gesagt, ist tatsächlich eine, wenn man so will, richtungsweisende. Und alle die, die sich noch gewähnt haben vor einem knappen Dreivierteljahr, dass es immer so bleiben wird mit der kommunalen Ausrichtung, sehen sich im Moment eines Besseren belehrt. Wir haben am Ende Informationen, dass tatsächlich das eine ganz knappe Geschichte werden wird am Donnerstag. Und deswegen mussten wir auch so eine kleine Kundgebung hier auf die Reihe bekommen. Wir mussten etwas tun, weil wir können es nicht nur von ruhenden Plakaten oder Litfaßsäulen künden, sondern wir müssen eine Sendung nach außen tragen, auch für die Beschäftigten hier in Senftenberg und auch in Lauchhammer, an deren Seite wir stehen. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir in jedem Fall eine kommunale Daseinsvorsorge in der Gesundheitsvorsorge sehen und die Gesundheit nicht vor Profite gestellt werden darf. Wir müssen deutlich machen, dass Gesundheit keine Ware ist, dass Gesundheit in die öffentliche Hand gehört, dass Gesundheit Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Es ist gut, dass man 2 Tage vorher auf die Straße geht, also zum richtigen Zeitpunkt. Hinterher ist es meistens zu spät. Aber wenn der Kreistag falsch entscheiden sollte, dann sollten wir auch hinterher wieder auf die Straße gehen. Wir sollten uns nicht damit abfinden, dass dieses Krankenhaus verschabelt wird. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.